Und ich begrüße Joachim Löw bei uns auf der Zielgeraden. Joachim Löw bei diesem Confed Cup. Sie haben vorher gesagt, das Ziel ist eigentlich, alle in unterschiedlichen Konstellationen zu beobachten und zu sehen. Ist jetzt das Ziel eindeutig, hier auch den Titel zu gewinnen? Das Ziel hat sich vielleicht sogar ein bisschen jetzt auch verschoben. Am Anfang habe ich gesagt, die Priorität liegt darauf, Spieler weiterzubringen, Spieler zu sehen, sie zu entwickeln, ihnen diese Erfahrung zu geben. Ja, aber wenn man im Halbfinale steht, dann will man natürlich auch ins Finale. Und wenn man den Schritt jetzt machen könnte, wäre das super. Das heißt, wir sehen hier die vermeintlich stärkste Mannschaft? Die vermeintlich stärkste Mannschaft vielleicht für diesen Tag versuche ich irgendwie rauszufinden jetzt und morgen auflaufen zu lassen. Das wird sicherlich eine andere sein als gegen Kamerun, weil gegen Mexiko sind so ein bisschen andere Abläufe auch wieder gefragt. Mhm. Und von daher denke ich, dass es gut ist, wenn man ein bisschen was verändert. Und wenn Sie schon sagen, ja, Ziel ist jetzt hier den Titel zu holen. Gleichzeitig haben Sie U21 gesehen. Wie ich gehört habe, Sie haben auch schon gratuliert. Ne? Gab es schon Kontakt? Ja, wir haben nach dem Spiel gratuliert. Die haben Stefan auch eine SMS gemacht. Wir haben gestern das Spiel gemeinsam mit unseren Spielern angeguckt. Und es war natürlich auch eine tolle Stimmung dann am Ende. Wir haben ein bisschen mitgefiebert in den 120 Minuten. Aber viele der Spieler kennen sich ja auch sehr gut. Einige von uns haben ja auch in der Mannschaft schon gespielt. Also wir haben uns am Ende wahnsinnig gefreut, dass Deutschland es geschafft hat im Elfmeterschießen. Ein bisschen Glück gehört dazu, aber war tolle Leistung von ihnen. Und jetzt im Finale gegen Spanien hoffen wir natürlich auch, dass da. Also Sie stehen ausgeht. Mit der zweiten Garnitur, in Anführung, sage ich jetzt mal so, hier schon im Halbfinale. Die U21 steht im Finale. Was heißt das im Umkehrschluss? Hier gibt es auch ganz viele Trainer, die gesagt haben, also das Vorbild ist die deutsche Ausbildung. Wird Deutschland in den nächsten Jahren immer vorne mitspielen müssen aufgrund der Qualität jetzt? Ich glaube, dass wir diese Qualität haben, dass wir vorne mitspielen können. Klar, wir haben schon einen guten Fundus. Die Ausbildung ist gut. Die Ausbildung hat sich entscheidend verbessert. Aber es gibt andere Nationen, ich denke Frankreich sehr, sehr gut. Italien war im Halbfinale im Gruppenspiel gegen uns in der U21 auch sehr, sehr stark, also auch Italien. Und bitte nicht die Spanier vergessen, weil die Spanier spielen jetzt bei der U21 auch überragend. Die haben jetzt natürlich keine Mannschaft hier beim Confed Cup, aber trotz allem sehr, sehr gute Fußballer. Gibt es andere Nationen, also wir dürfen einfach nicht nachlassen, sondern müssen dranbleiben. Abschließend noch eine Frage, ist gerade ganz viel los, also Garcia-Report auf der einen Seite, aber vor allen Dingen geht es auch um russisches Doping unter anderem. Es gab bisher viele Fußballer, die gesagt haben, also Doping im Fußball bringt nichts. War Ihnen klar, dass das irgendwann doch mal hochpoppt? Wenn es jetzt Doping gab, weiß nicht, ich habe heute Morgen auch nur ein paar Berichte irgendwie ganz kurz gelesen und gehört in den Nachrichten. Wenn es Doping jetzt gab, also wir sind völlig gegen Doping, das ist klar, wenn es jetzt Doping gab, dann würde ich mir wahnsinnig wünschen, wenn endlich mal Namen genannt werden und nicht immer alles irgendwie unter Verschluss gehalten wird und am Ende heißt es, ja, da waren so und so viele gedopt, ja, und keiner kann das aber so richtig nachvollziehen, sondern dann muss die, weiß nicht, NADA oder die FIFA oder wer auch immer alles mal auf den Tisch bringen. Joachim Löw, herzlichen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg. Dankeschön, vielen Dank. Danke.